want you to be smart. Lesson 3. Der männliche Teil. Die Statistiken sagen mir, dass das hier fast nur Männer sehen. Und daher verschiebe ich das Thema Kosmetik mal kurz nach hinten und gehe über zu den wirklich männlichen Sachen. Im letzten Teil habe ich kurz über den Morgenurin-ähnlichen Geschmack von Energy-Drinks gesprochen und wie doof man doch sein muss, um für eine Dose mit 250 Millilitern Inhalt stolze 1,39 Euro zu zahlen. Die gleiche Pisse oder zumindest ein Gesöff mit ähnlichem Geschmack und Wirkung bekommt man für 1,20 Euro, aber dann hat man gleich einen ganzen Liter. Also jeder anständige Blogger oder Vlogger, der würde doch was? Einem davon abraten. Aber dazu gleich mehr. Natürlich wurde das in dem Video von Lordi, in dem raffiniert plumpt die Dose des Energy Drinks eingeblendet wurde, da wurde so etwas natürlich nicht erwähnt. Die Spezialisten im Bereich Marketing und Webvideo von Mediakraft sind ja nicht dumm, oder doch? Wer sich noch immer fragt, wer denn Energy Drinks für ein imperiales Sommercamp von 14- bis 18-Jährigen stellt, der wird mit der Marke Energy wohl nicht ganz falsch liegen. Aber fangen wir mit dem Video ganz vorne an. Lordi präsentiert bzw. zeigt im Video eine Dose des Energy Drinks und verlinkt zur Bezugsquelle. Eigentlich sollte es in dem Video um eine Art Casting eines Merchandising-Anbieters aus dem Bereich Rock, Metal und Hardcore gehen, aber das ist ja scheinbar egal. Klickt man also auf den Link zum Bestellen des Drinks, so landet man beim Elbster Webshop. Wer die Dosen und den Inhalt herstellt, wird einem dort nicht verraten, aber es wird einem zumindest gesagt, was Elbster ist. Das Impressum verrät, dass hinter Elbster die Schenk Media Group steckt. Und hinter der Schenk Media Group steckt, wie sollte es anders sein, der Inhaber, Herr Sebastian Schenk. Das zumindest erklärt, wieso auf Elbster neben den Drinks so viele Homer J. Merchandising-Artikel zu finden sind. Homer J. ist ein YouTube-Kanal rund ums Gaming. Betrieben wird das Ganze von, genau, dem Inhaber von der Schenk Media Group. Da sowohl Lordi, Homer J., der Inhaber von Elbster und natürlich auch die Schenk Media Group, eine und die gleiche Person, aus Hamburg kommen, liegt es ja nahe, dass sie sich so kennengelernt haben. Oder doch nicht? Im Video sollte es ja eigentlich um ein Casting für bzw. von EMP gehen. Und die sitzen in Lingen im Landkreis Emsland in Niedersachsen, 250 Kilometer entfernt von Hamburg. Aber der YouTube-Account EMP Rock Invasion, ein Zweitkanal von EMP, ist, oh Wunder, Partner bei Mediakraft Networks. Lordi ist Partner bei Mediakraft, EMP Rock Invasion ist Partner bei Mediakraft. Naja, das passt ja. Hatte Lordi bis jetzt seine T-Shirts und Co. von Elbenwelt bekommen, wo er ja auch eine gewisse Zeit lang als Public Relation Mitarbeiter tätig war, so scheint es jetzt EMP zu sein, die ihn mit T-Shirts versorgen. Könnte es sein, dass ein gewisser Vorfall mit minderjährigen Mädchen das Arbeitsverhältnis frühzeitig beendet hat? Zurück zum Thema. Bei dem Casting und all seinen Sponsoren oder Mitarbeitern stellt sich jetzt eigentlich nur die Frage, wer von den dreien hier wen bezahlt. Also Schenk Media Group, Lordi, EMP und was hat eigentlich Mediakraft davon? Wenn man sich jetzt noch weiter in die Vernetzung von Netzwerken auf YouTube und abseits davon einlesen möchte, kann man sich ja neben dem Impressum auch über die Punkte über uns informieren, was die einzelnen Dienstleister sonst noch so machen. Das erklärt auch, warum so viele YouTuber auch einen Gaming-Kanal haben. Mehr Geschäftsfelder bringen einfach mehr Geld. Aber das ist nur meine Vermutung. Egal, ob ihr Frauen oder Männer, Mädchen oder Jungs seid. Im nächsten Teil geht's dann um Kosmetik, Drogerieartikel
und auch um Lebensmittel. Und natürlich die Aufstellung von Netzwerken, ihren Partner und die komischen Zufälle, dass die Inhalte nur allzu oft dieselben sind. Na dann, viel Spaß!